Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War 2 mit den Seleukiden. Und es geht gleich weiter mit Pontos. Was macht er? Cool, der hat die erstmal vertrieben. Das ist sehr schön. Krass. Die haben die Sklaven vertrieben. Cool. Ist schon mal ganz gut. Wenigstens etwas. Gut, aber Pontos ist wieder bei unserer Hauptstadt, genauso wie Galatien. Ich habe Ares ein Opfer gebracht in der Hoffnung auf einen kurzen Krieg, obgleich ich mich danach sehne, euch leiden zu sehen. Ich dachte, die wären schon mal ein Krieg. Ja, einer mehr oder weniger, das ist jetzt auch egal. Aber Sparta zu besiegen mit der Kavallerie-Challenge oder mit der Tier-Challenge, das wird sehr schwer. Das wird sehr schwer. Jetzt behaltet doch eure ganzen Spione mal bei euch, meine Güte. Meine Jute. Nein, nicht dahin. Das ist, glaube ich, auch einer von mir, ne? Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber wieso ist hier die Gesundheit noch so gering? Das verstehe ich echt nicht. Griechische Familie. Okay, dann war es zum Glück nicht bei uns. Umsturz, Garnison, Rebellion. Ja, hier der da. Feind verwundet, Störung. Ah, Rebellion angestiftet, Hafenstadt wird belagert, Mission fehlgeschlagen. Rebellion. Es ist einfach zum Piepen. Es ist einfach zum Piepen, okay. Fünf Runden. Hier sind schon wir. Also an sich. 65 Pikiniere von 160. Ich verstehe es nicht. Okay. Also. Entweder hier runter oder da hoch. Der da, entweder da runter oder da hoch. Ich würde fast sagen, dass ich hier runter gehe. Tatsächlich. Ja, komm. Wie, der hat überlebt. Oh, ich dachte schon, hä? Panzerte Wüstenhubliten. Das spiele ich mal, weil er sagt, dass ich so viel verliere. Und sonst verliere ich wirklich was. Und der hat eigentlich, warte, 2, 4, 6, 8 Fernkämpfer.
wenn er die gut schützt. Wird schwer. Ich warte mal. Ja, Nebel ist zwar gut. Ich warte mal. Ich hätte den Nebel nehmen sollen. Okay, das ist ja wieder so eine. So eine Aufstellung. Warte, den lasse ich hier, den lasse ich hier. Der Streitwagen geht hier durch. Die sind hier. Die sind da. Und die sind da. So. Schwertkämpfer, Hopliten, Palastwache. Das habe ich hier nicht gesehen. Und der kommt da auch langsam. Okay. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Das ist ganz gut. Zurück. Ja, wieder zurück. Ja, die ploppen halt hier so. Das ist echt dämlich. Der auch wieder raus. Hier hin, der fährt auch rum. Der geht hier hin, der geht in den Rücken von dem. Der bleibt hier einfach stehen, das ist immer gut. Der geht hier hin. Die chargen hier mal rein. Schlacht wendet sich zu unserem Gut. Unser General wird angegriffen. Die kümmern sich mal um die da unten. Sehr schön. Ihr geht mal alle jetzt weg hier. Und lasst mal den Elefanten hin. Routet der gerade? Ach, in diese Elefanten. Das ist so eine Hassliebe. Wirklich so eine krasse Hassliebe hier.
Gut, also... Ja, hier war es halt schwer. Ich hätte andersrum angreifen sollen, also die Elefanten hierhin und da drüben die Kavallerie. Weil hier drüben war ja nur der General, also das hätte ich dann locker mit, oder halt die Elefanten wirklich aufteilen. So eins pro Seite wäre perfekt gewesen. Na, nächstes Mal. Okay, das war auf jeden Fall... Jetzt ist die Frage, ob ich Nabatea zu meinem Klientel mache. Weil der hat noch zwei Armeen. Also eine in Jerusalem und eine auf dem Wasser. Und wenn ich die unterwerfe, könnten die hier als Puffer dienen. Oder aber sie machen richtig Stunk und also bestenfalls, wenn ich sie unterwerfe, ist das erstens Handelspartner, zweitens Pufferstaat, der mich mit seinen Einheiten unterstützt. Wenn es schlecht läuft, ja, baut er sich auf und erklärt mir gleich wieder den Krieg. Wenn ich ihn jetzt vernichte, also wenn ich das jetzt besetze, dann hat er noch zwei Armeen, die jetzt mir Stress machen können. Und ich habe hier unten keinen Puffer. Also hier unten könnte mir dann ja von Ägypten jemand kommen. Ich probiere es mal. Alter, was? Okay, krass. Ja, okay, die hatte hier oben eine halbe Armee. Hier hatte sie noch eine Armee. Und ja, eine kleine Flotte. Woher kommt die denn jetzt? Naja, egal. Aber ich glaube, das ist wirklich besser so. Im Namen meines Herrn heiße ich euch willkommen und mögen die Götter diesen Tag. Ein gut gemeintes Angebot, doch hatte ich mir ein besseres erhofft. Okay, minus 86 noch wegen Krieg gegen Nabatea. Da warte ich noch ein, zwei Runden oder ein bisschen länger. Und dann wird es passen. Gut, hier, die da haben jetzt hier ein bisschen Probleme, vielleicht, eventuell. Aber hier das. Okay. Ich überlege nur gerade, was ich mit der Armee mache. 5 Runden. Wenn ich hier hingehe. 1, 2, 3, 4. Könnte knapp werden. Vor allem, wenn der die jetzt angreift. Hier hoch, weil
hier ist die Armee und die vertreibt die dann. Also den General muss ich dann irgendwann töten lassen. Leider. Aber ich komme nicht drum rum. Thureos-Speere, Tier. Sechs Nahrung und Handel. Öffentliche Ordnung. Aus lokalen Handel. Das lasse ich noch. Das lasse ich noch. Das ist mir noch zu unsicher. Okay. Ich hab zwar noch Geld, also ich hatte noch 3000, aber ich wollte sparen. Oh, jetzt wird Nabatea da unten aber von Ägypten angegriffen. Das war eben das, meine Überlegung auch mit dem Puffer. Weil wenn ich da unten jetzt alles platt gemacht hätte, wäre Ägypten auch gekommen. Ja, wobei, da wäre meine Fullstack-Armee dann drin gewesen. Ja, Nee. Irgendwie... Jetzt kommt halt Athen wieder. Das war jetzt gerade ein bisschen kompliziert mit den hin und hin und her und wieder zurück und wieder vor und lass meine Armee in Ruhe. Ja, natürlich hat er das jetzt geschafft. Wehe, der hat irgendwas Schlimmes gemacht. Umsturz Garnison ist in Ordnung. Umsturz Garnison ist in Ordnung. Fluchtversuche in Rebellion schon wieder. Okay, Ausrüstung ist in Ordnung. Das ist schon. Ach Gott, schon wieder und schon wieder. Wieso nicht die Söldner? Die sind scheißegal. Alle anderen sind dreimal, zweimal oder so. Ja, stimmt, da ist ja jemand, ne? Da ist ja eine kleine Bitch. Ach, ist das nervig. Ist das ultra nervig gerade. Die ganze Zeit die Rebellen. Okay, also. Politiker und Öffentlichkeit sind gleichermaßen bestört von einem jungen Redner, der offensichtlich sehr ehrgeizig ist und die Kunst des Volkes hat. Noch richtet er nichts gegen euch aus. Doch unterstützt er euch ebenso. Ihn sprechen lassen, ihn wahrscheinlich töten, ihm ein Amt verleihen. Komm, mache ich das mal. Jetzt habe ich ja voll vergessen, mir nochmal durchzulesen, was jetzt das letzte Mal beim letzten Mal war dieser Poet oder nee, dieser Sprecher da, den wir dann überzeugen wollten. Minus Steuersatz. Minus 16. Plündern, Sklaven, Steuern, kulturelle Unterschiede. Wir hungern nach. Ich fürchte, das können wir nicht. Schneller, ihr Verfluchten! Es tut mir leid, das kann ich nicht. An sich könntest du das, aber das Spiel sagt nö. Okay, hier müssen wir auch ein bisschen. Ja, jetzt kommt eine neue Armee.
Ihr seht hier die... Ja, 100... Ja, doch, doch. Und 230 von 320. Ja, doch. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde glatt sagen... Ja, wegen denen ist es gerade nicht möglich, die zu Asrad Ritter. Wir brauchen gute Kämpfer. Wie viel kosten die? 100, also 200 pro Runde. 2, 4, 6. Okay, 3 reichen dann. Okay. Eine Runde noch. Hier das aus. Okay. Dann muss ich hier auch nochmal Meda, Asrad, Agemar. Eine Meda. Und dann nochmal Thrakische. Mach ich mal. Wenn der die ganze Zeit meine Leute killt, oder also nicht killt, sondern den Spion habe ich vergessen, immer erpresst. Oh nein. Ah, dammit. Okay. Und warum ist meine Verstärkungsarmee nicht dabei? Die steht daneben. Aber ja, stimmt. Die kommt ja nicht hin, weil da steht ein Agent. Und die ist nicht in der Gewaltmarsch. Also muss er den eigentlich gerade manipuliert haben. Mit den Agenten. Weil der steht nicht in Gewaltmarsch. Der steht einfach nur da. Und der ist nicht... Der ist nicht meine Verstärkung. Irgendwie trickst er sich das manchmal echt rum, die KI. Aber ja, wir spielen ja auf sehr schwer, deswegen. Ja. Ist es trotzdem kein Grund. Gut, also, ja. 20 Minuten haben wir jetzt. Die Schlacht, wenn wir die gewinnen. Mache ich drei Kreuze hier. Der hat 1, 2, 3, 4, 5 Pekiniere. Eieiei. Da müssen wir uns sehr gut anstellen und er ist sehr doof. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das nächste Folge zu verteidigen, beziehungsweise zu... Ja, so viele wie möglich von ihm zu vernichten. Dass wir mit der Armee, die eigentlich hier unten steht, im Süden steht, von der Stadt, eigentlich schon die Stadtmauer küsst, die aber nicht mitbekommen, dass die belagert wird. Egal. Genau. Damit, wenn ich das verliere, dass ich wenigstens richtig viele von dem mitnehme und dass die ja, Hauptarmee quasi ja, dann leichtes Spiel hat. Gut, wünsche mir Glück. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.